Neuzugang. Das ist eine schwere Entscheidung. Es hat so viele gute Stimmen daraus, aber ich wünsche mir, der Ibrahimovic wäre gekommen. Der würde sicher weiterhelfen. Und es ist eben immer so ein Thema jetzt momentan, aber egal, wer es FCB holt, ich bin glücklich, dass nochmal einer kommt. Mein bester Moment war die Unterschrift beim FCB. Das war für mich ein spezieller Moment, weil ich alles, der Aufwand, den ich betrieben habe, hat sich jetzt am Schluss gelohnt, dass ich jetzt das Trikot von FCB tragen darf. Das schönste Erlebnis war das erste Mal im Jockeli auflaufen und dann ich direkt das 1-1 machen. Das war gegen St. Gallen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell treffe, aber jetzt bin ich. Das ist eigentlich einer von der schönsten Momente gewesen, jetzt momentan, aber ich glaube, dass noch mehr kommen. Das Ritual habe ich nicht groß. Ich telefoniere mit meinem Vater eigentlich immer vor dem Spiel. Das ist eigentlich so mein Ritual. Ich muss meinen Vater hören vor dem Spiel. Auch wenn er am Fahren ist, auf dem Weg ins Stadion, ich muss mich hören mit ihm. Das ist eigentlich immer so etwas, was ich gemacht habe. Und das kann ich jetzt eigentlich auch nicht ohne dem. Aber das ist etwas, was mein Ritual ist. Ja. Ich kann es immer als Gegner spüren. Jetzt darf ich es mal als meine Unterstützung spüren. Es sind grossartige Fans. Ich glaube, die besten Fans in der Schweiz für mich. Auswärts, heim, immer gute Stimmung. Die Mutenz-Kurve ist bekannt für die Stimmung machen und ich bin froh, dass ich von denen spielen darf. Das Zimmer darf ich auch nicht mehr teilen mit einem guten Kollegen. Der war Goalie in der Barrage, wo ich gespielt habe, im Aarau mit dem Jole. Es war etwas komisch, als ich mit ihm das Zimmer teilen durfte, weil ich habe eigentlich in den Abgrund geschossen in der zweiten Liga und er hat. Und dann habe ich ihn im Zimmer wieder gesehen und dann haben wir ein bisschen geredet über die Situation, was gsi ist. Und ja, es war ein bisschen speziell gewesen, aber wir haben das nachher gut verstanden. Jetzt haben wir gesagt, jetzt sind wir beide beim FCB und jetzt haben wir andere Ziele. Das Lieblingsgoal, das war gegen IBE, die Hei zu Neuchâtel. Das bin ich nach 2 Minuten getroffen zum 1-0. Es war sensationell, es war full house und ich komme rein nach 2 Minuten auch das Ding rein und wir gewinnen 1-0. Und es war eigentlich gegen Ibe, gegen den Meister, es war gut. Es hat sich gut angefühlt. Lieber K.O.-Phase in der Europa League. Das ist auch mein Ziel gewesen. Aber das ist das andere, was du gesagt hast, das ist ein persönliches Ziel. Das kann ich immer wieder zugreifen, aber ich will lieber in der K.O.-Phase gewesen. Ja, ich plane lange mit dem FCB. Ich habe 4 Jahre hier unterschrieben und ich habe einiges vor mit dem FCB, einige Ziele gesteckt, persönlich mit dem FCB und mit dem FCB. Und ja, ich plane lange, dass ich da bleibe. Es kommt darauf an, ob ich viel Zweikampf habe im Spiel oder nicht, sei es mit dem Gegner. Aber sonst tagsüber, wenn ich aufstehe, nicht. Vielleicht ab und zu in der Dusche einmal.